Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass der Rathausplatz von Thale schon so gut gefüllt ist. Das zeigt, Sie haben alle Lust auf Walburgis. Weiß jemand von Ihnen, was eigentlich Walburgisnacht bedeutet? Da haben die früheren Germanen ein Fruchtbarkeitsfest gefeiert. Also insofern, wer da Lust hat, lassen Sie sich ruhig animieren von der Fruchtbarkeit. Wir können Kinder gebrauchen, weil wir brauchen nämlich Hexen- und Teufelnachwuchs. Schauen Sie sich mal unseren Nachwuchs von Thale an. Sehen die nicht klasse aus? Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, die Kleinen sind schon unheimlich aufgeregt und freuen sich auf ihren Auftritt gleich. Aber vorher möchte ich mich nochmal bei den Organisatoren, Herrn Sebastian Suhr und Ronny Große, bedanken. Ich glaube, die sind auch fürs Wetter zuständig. Recht herzlichen Dank für den strahlenden Sonnenschein, 20 Grad, Sonne satt. Recht herzlichen Dank, dass ihr das organisiert habt. Aber ich glaube, ihr wollt die Gäste noch ein bisschen unterhalten und sagen, was in den nächsten Tagen hier stattfindet. Ronny, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Balcerowski. Liebe Thalenserinnen und Thalenser, hier sehen wir schon ganz viel kostümierte Leute. Und gleich werden ja auch noch viel, viel mehr erwartet, denn gleich geht es um die Riesenradwette. An der Stelle möchte ich auch, bevor ich es vergesse, einen Riesendank an Herrn Lumpke aussprechen, der auch in diesem Jahr wieder, ja, es sich nicht nehmen lassen wird. Das wird ja so sein wahrscheinlich, dass wir das gewinnen werden, oder? Na, die Euphorie ist noch ein bisschen spärlich, ist ja auch noch früh am Morgen, aber wir werden, glaube ich, ja, wie in den vergangenen Jahren, die Wette dann halt rocken. Meine Damen und Herren, ich möchte mich stellvertretend für die Bodetal Tourismus GmbH bei allen bedanken, die dieses Festjahr auch vorbereitet haben. Und das ist einfach so, dass das auch schon traditionell vom Verein für Thale vorbereitet wird. Dafür also recht herzlichen Dank. Und eben von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Thale in Zusammenarbeit mit eben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BTG. Also das klappt auch schon über die Jahre. Von daher auch nochmal an der Stelle recht herzlichen Dank.